Jetzt habe ich einen kleinen Clipfinger gemacht, ich weiß. Fies von mir, aber ist egal. Euer Ruf in Finnland hat sich verbessert. As you like it. I heard that thief's at it again. Really? What's he done this time? Lifted everything off a merchant, leaving the goldsmithy. Guess he didn't get his fill at that fancy manor the other day. Still can't believe he made it past all those guards. I'm sure the more the better for him. They were more like decorations than actual guards. Ain't no point swooning over someone else's work. Someday we'll make it as big as that thief. And then we'll be the talk of the town. Yeah, you said it, partner. Und Therion denkt sich nur seinen Teil. Partners in crime, huh? Ja. Definitiv. Es war vor 10 Jahren. Unsere Wege kreuzten sich in einem besonders schäbigen Kerker. Ich erinnere mich noch gut an diese Begegnung. Schließlich hatte sie große Folgen für meine Karriere. Oi! And? Nicht einmal ein Bitte. Ma. Mit dieser Einstellung wirst du es hier nicht lange aushalten, du Schnösel. Ha. Du scheinst da ja gut mit klarzukommen. Das hat weh. Ha? Frecher Bengel, dann wirst du deine Manieren eben auf die harte Tour lernen, genau wie die anderen. Gar nicht gut. Wir sind im Gefängnis. Beziehungsweise im Kerker, eingesperrt. Hey. Wie ich sehe, bist du genauso herzlich begrüßt worden wie ich. Und wer bist du? Ein nichtsnutziger kleiner Fisch, der auf frischer Tat ertappt wurde, genau wie du. Oh, really? Genau wie ich, hm? Naja, du siehst schlimmer aus. Gewöhnt dich an meine hässliche Visage, denn in nächster Zeit werde ich bestimmt nicht schöner. Die Wachen glauben, sie könnten uns mit schlagenden Argumenten ändern. Und sie nehmen hier alle hart ran, uns kleine Fische ermeißen. Kann ich mir vorstellen. Also, bist du bereit, ein braver Junge und nett zu den Wachen zu sein? Bist du es? Nö. Nö. Und ich habe nicht vor zu warten, bis sie mich bekehrt haben. Hier, ich habe eine Nadel, um das Türschloss zu knacken. Hey. Hey. Ugh. Bin gerade ein wenig beschäftigt. Hier. Probier es doch mal damit. Der Schlüssel? Wo hast du den denn her? Tja, er ist ein Meisterdieb. Hab ihn mir gekrallt, als der Wachmann vorhin seinen Wutanfall hatte. Da muss das aber eine ziemlich dumme Wache gewesen sein, wenn die das nicht bemerkt hatte, dass er den Schlüssel geklaut hat. Lol. Na, sieh mal einer an. Dann lass uns von hier abhauen. Ich heiße übrigens Darius, Kumpel. Oh, ein cooler Name. Therion. Yeah, high five. Therion. Partner. Also Therion, wir beide sind jetzt Gaunerfreunde. Yeah.
Es lebe die Gaunerfreundschaft. Ah, sweet memories. Fill it up. Here you go. Beg pardon, would you happen to be after them, Ravis's treasure? If you are, I suggest you think again. Heard another would-be fortune hunter was tossed in the dungeons yesterday. So what's the count now? A score? Maybe more? But House Ravis ain't known to be kind to those who covet their wealth. Still, poor thieves can't help but flock to that manor like moths to a flame. Suppose it's all those rumors of their riches that keep them coming. Some say it's enough to buy up the whole town and then some. Whoa, okay. Just one town? What about the neighbors? Can't say for sure. No one's ever seen the treasure. Even that master thief they keep talking about would have more than his hands full. A perfect tale for the tavern. Look, when you've been in the business long enough, you can tell things at a glance. You're a smart and skilled young man. Probably have a long career ahead of you. That's why I'll say it once more. Stay away from that manor. Thanks for the advice. Next time, I'll have a tale of my own to tell. Man sagt, das Haus Ravus liege auf dem Gipfel des Berges, wo nur die Reichsten der Reichen siedeln. Okay, Stufe 1. Was hat er denn alles so dabei? Ausrüstung. Langes Schwert und Dolch. Okay. Okay. Schilde hat er... ein Faustschild, okay. Lederhut, Lederweste. Okay, da habe ich leider nichts. Fertigkeiten. Hat er Stehlen, sieht Objekt von einem einzelnen Gegner und Lauffeuer, fügt einem einzelnen Gegner schweren Feuerschaden zu, okay. Ja. Wie viel Geld habe ich? 2,5. Okay, Eisenschwert. Boah. Tja, ich könnte mir jetzt ein Federsäbel holen. Versetzt sie gelegentlich in Schlaf. Oh, okay. Aber Tempo sinkt um 2 Punkte. Ja, ist egal, komm. So. Hab zwar jetzt kein Geld mehr, so gut wie nichts mehr, aber ist egal. Okay, ich kann mit den neuen leider nicht quatschen. Oh. Was? Wollt ihr irgendwas von mir? A good day to you. Und so, ja. Das ist ja nur der gleiche Spruch wieder. Okay. Also ist das jetzt die Hauptstory vom Dieb? Okay, interessant. Ja, Moment. Erstmal speichern.
So. Hello to you. Ich kann hier nicht raus, ne? Das ist wohl nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Ja, okay, gut. Tröstender Samen. Arzneizutat mit begrenzter Wirkung in kleiner Menge. Leicht gefährliche Substanz in kleiner Menge. Aha, okay. Ja, dann gehen wir mal... Ah, ist die Kiste hier? Ah ne, die ist auf. Schade. Okay. Aber kann der... Stimmt, kann er jetzt die aufmachen oder nicht? Ja, dachte ich es mir doch. Spitzer Dolch. Ja, toll. Da bloß die Waffe ist jetzt stärker. Ah ne, Dolch. Zählt nicht zu den Schwertern. Okay. Spitzer Dolch. Ausweichen erhöht sich und der physische Angriff. Okay. Ah, hat sich schon gelohnt. Ja, dann wollen wir mal hier hin. Tor zu Haus Harvus. So. Nein, ich wollte die Kiste noch aufmachen. What do we have here? So viele Wachleute auf einmal habe ich zuerst im Kittchen gesehen. Oha, noch mehr Wachen bitte. Alright. Posten wechseln. Oi! Du dort. Yes. Ja, Herr. Listen up. Schlurf nicht so rum. Gehe entschlossenen Schrittes. My apologies. Ja, Herr. Wir werden hier bestens bezahlt. Legt mehr Stolz an den Tag. Oh, die haben sogar Wachhunde. Sehe ich gerade. Uiuiuiuiuiui. Well, I'll be damned. Fast wie eine Armee. Was für ein Ort ist das nur? Oh oh, und die Hunde haben uns bestimmt schon erschnüffelt. Hm. Sogar Wachhunde haben sie. Das ganze Gelände ist mit Stolperschnüren gesichert. Und zu versuchen, über die Mauer zu klettern, scheint mehr Aufwand, als es mir Nutzen bringen wird. Eine falsche Bewegung und die Schnüre lösen Alarm aus. Huh? Hm? Was ist denn da los? Listen. Welchen Teil von kein Zutritt hast du nicht verstanden? Exactly. Das Haus Harvus empfängt keine Besucher. Es dauert auch nicht lange, wirklich. Ich bin nur ein Händler, der... Yeah. Ein Händler, sagst du? Beweise es. Was soll ich beweisen? Ich bin hergekommen, um der Dame des Hauses einige Gewänder vorzuführen. Und das sollen wir dir einfach so glauben. Wenn du keinen Beweis dafür hast, kannst du dich wieder davon machen. Aber ich... Na gut, dann gehe ich eben wieder. Oho. Hätte nie gedacht, dass der Vordereingang der leichteste Weg hinein ist. Zeit, einen Beweis zu besorgen. Oha. Aber darf ich erstmal bitte einen Weg finden, das Anwesen zu betreten? Ja, ich will da nur die Kiste öffnen. Eisenhelm. Okay.
Oh ja. Hat sich schon gelohnt. Sehr schön. Okay. Also brauche ich einen Beweis, mit anderen Worten. Gut, werde ich mir besorgen. Ah, da ist ja wieder der Händler. What do we have here? Na, wenn das mal nicht unser Händlerfreund ist. No. Das ist ein Skandal. Vom Haus Ravus hätte ich mehr erwartet. Ah, yes. Am Tor abgewiesen? Woher wisst ihr das? Das geht also. Gerüchten zufolge hüten sie im Innern einen riesigen Schatz. Aber ich habe es doch gar nicht auf ihren Schatz abgesehen. Ich wollte der Dame des Hauses lediglich meine Waren zeigen. Dann sollte ich beweisen, ein Händler zu sein. Right. In der Tat, ihr braucht ein Empfehlungsschreiben, um hineinzugelangen. Was für ein Schreiben? The truth is... Das Haus Ravus macht nur mit den renommiertesten Händlern Geschäfte. Ah. Wie komme ich an ein solches Schreiben? Das verdient man sich nicht über Nacht. Ihr müsst euch in dieser Stadt erst einmal einen Namen machen. Ihr müsst beweisen, ein lässlicher Handelspartner zu sein. Dann und nur dann erhaltet ihr dieses Schreiben. Oh Gott, das klingt nach Arbeit. Was bedeutet, dass man die Besitzer eines solchen Schreibens an einer Hand abzählen kann? Tja, das klingt nach schrecklich viel Arbeit. Jo. Seid ihr sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Naja, wir sind die. Wir könnten ein Schreiben klauen. Zumindest kann ich mir eine vorstellen. Eben. I'll do what thieves do best. Ja, ein wahrer Dieb würde es einfach stehen. Genau. Meine Reden. Tyrion, wir verstehen uns. Wegeaktion. Nutzt die einzigartigen Aktionen eines Charakters, um alle Hindernisse zu überwinden. Versucht von einem Stadtbewohner X zu drücken. Tyrion kann die Habseligkeiten von Stadtbewohnern stehlen. Okay. Ein Händler mit einem Empfehlungsschreiben finden. Okay. Ne, die Truhe ist immer noch zu. Und die bleibt auch jetzt zu, glaube ich. Wer hat hier von einem Händler gehört, der sich ausweisen musste? Was erwarten die von mir? Erleuchtender Ohrring. Erfolgsrate 100%. Ja. Perfekt. Lange Finger freigeschaltet. Errungenschaft. Cool. Ha, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Lol. Hab ich den jetzt wirklich? Tatsache. Ausweichen plus 10. Geil. Das kann ich mit jedem machen, hey, den ich ansprechen kann. Ist ja geil. Die Gunst der Stadtbewohner gewinnt man nur mit einem Empfehlungsschreiben. Aber ich kann mir nur eins, glaube ich, aussuchen. Fügt einen Gegner einen Eisschaden zu. Ja. Oder kann ich alles? Ich kann alles? Geil. Geil. Hey, yo! Hey, wie geil ist das denn, bitteschön? Bestimmt bin ich ein toller Anblick, aber hört sofort auf, mir zu folgen, ja? Du hast es also bemerkt?
Für Diebe verhaltet ihr euch nicht gerade unauffällig. Du bist wachsamer als die meisten, mein Freund. Ernsthafte Musik im Hintergrund. Ich habe so das Gefühl, dass wir gegen die zwei jetzt kämpfen müssen. Genau wie wir. Wir wissen, dass du wegen des Ravus-Schatzes hier bist. Wenn die Armee dort nur ein kleiner Hinweis auf den Wert des Schatzes ist, lohnt sich dafür jede Mühe. Und habt ihr diesen Schatz tatsächlich schon gesehen? Oi, oi. Das brauchen wir gar nicht. Sieh doch nur, was sie alles treiben, um ihn zu sichern. Wachleute, Hunde, Fallen, egal was, sie haben es. And? Und ihr seid nur hergekommen, um mich zu warnen? Wie aufmerksam von euch. I suppose so. Hör zu, wir wollen dir einen Vorschlag machen. No thanks. Und meine Antwort lautet nein. Listen. Lass uns doch erstmal ausreden, Kumpel. Wir können uns gegenseitig behilflich sein. Yeah. Mein Freund hier war schon drin. Er hat ihre Fallen aus unmittelbarer Nähe gesehen. Teufel auch. Beinahe wäre er in eine hineinspaziert. Oi. Sei still. Du hast gesagt, dass du niemanden davon erzählen würdest. Ist egal. Egal, alles ist gut gegangen und wir sind jetzt hier. Also, was sagst du? Es wird nicht leicht sein, den ganzen Schatz allein zu tragen. Wir wollen deine helfende Hand sein. Nein, nope. Danke. Ich habe schon zwei Hände, das reicht mir. Damn you. Du denkst also, du bist was Besseres als wir? Ist es das? Ich bin ein Dieb, kein Kindermädchen. Say again? Ein mieser Schuft bist du, sonst nichts. Are we done here? Passt auf, ich habe keine Zeit, euch Hofnarren zu unterhalten. Ich habe Termine. Hey! Du gehst nirgendwo hin. Bye now. Geht's mir aus den Augen. Yikes! Alles klar bei dir, Kumpel. Sag was. Kumpel? Oi! Diebe! Let none escape! Ihr entkommt uns nicht. Das glaubt auch nur ihr. Partner. Darius, hier entlang. Verstanden. Person. Verdammt, wir haben sie verloren. Find them! Sie können nicht weit gekommen sein. Sucht weiter. Seid ihr doof? Alright. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Na, seid trotzdem auf der Spur. Und wachsam. Mhm. Das lief besser als erwartet. Ich wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Was haben die davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln? Ja. Wir sind vielleicht kleine Fischer, aber wir sind schlauer, als sie es jemals sein werden. Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann uns keiner aufhalten. Genauso wie Bernie und ich gemeinsam. Yay! Grüße dich hier nochmal an dieser Stelle, Bernie. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Ja, ein ganz schöner Fang. Na, so begeistert fühlst du dich aber nicht an. Etwas mehr Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Das gehört jetzt alles zu uns. Tja. Wir wussten, was wir wollten und haben es uns eigenhändig genommen. Partner. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegen alle Schätze der Welt zu Füßen. Partner. Wenn du das meinst, Freund. Das freut. Das tue ich. Wir werden die größten Gauner aller Zeiten sein. Du wirst schon sehen. Yeah. Ja, da kommen wieder Erinnerungen hoch, ne? Therion.
Und weg sind sie. Ihr Pappnasen, ey. Darius. Keine Zeit für Gefühlsduseleien. Ich muss an ein solches Schreiben kommen. Jo. Wir sind dabei. Energiegranatapfel. Okay. Ich finde das so cool, dass wir von den Leuten etwas klauen können, ohne dass sie das bemerken. Energiegranatapfel, Olive des Lebens, nahrhafte Nuss. Sehr schön. So. Das lange Schwert kann ich verkaufen. Den Dolch auch. Ja, den Lederhut auch. Und das war's erstmal. So, erstmal speichern, jawohl. Perfekt.